Im heutigen Video betreten wir ein altes Bahngelände. Auf insgesamt 15.000 Quadratmetern bewegten wir uns fort. Natürlich konnten wir nicht alles sehen. 1995 wurde dieses Gelände geschlossen. Und für viele Arbeiter bedeutete es das Aus. Wir wünschen euch viel Spaß beim Video. Wir sind heute jetzt auf einem riesengroßen Bahngelände und das ist auch sehr bekannt, das Bahngelände. Die es wissen, die werden es sehen und wissen auch, wo es ist. Aber trotzdem nicht verraten. Nicht verraten. Und wir wollten schon immer mal hierher, wollten uns das mal angucken. Das machen wir jetzt auch. Was macht denn Totti hier für euch? Hey! Ein Kunde. ja, wir laufen jetzt gerade mal hier über so das Gelände drüber. Und ich würde sagen, wir beginnen das Abenteuer jetzt. Was ist das denn? Was ist denn das? Da kenne ich mich noch gar nicht aus mit Zügen und so. Oh, die Lampe ist ja der Hammer da oben. Hier hat es mal schön wieder deftig gebrannt. Oh, hier hat es aber schön gebrannt. Da ist ordentlich gefackelt, gell? Alter, hier sind bestimmt 1000 Tauben drin. Sind die noch drinnen? Nee, sieht nicht so aus. Geil, oder? Rücken dran. Der Rücken ist cool, ja. Auch schon mal ein geiles Foto, gell, wenn du hier so guckst, gell? Das Riesenteil hier ist auf Schienen. Guck dir das mal an. Geil. Das heißt quasi, die konnten quasi die Lok da drauf machen und da konnten die von Halle zu Halle, da wo sie sie brauchen, konnten die drauf tun. Das sieht schon geil aus, gell? Das hat was. Mit der Natur da hinten drinnen noch, das hat schon was. Das sieht schon geil aus. Ja. Hier ist auch ganz schön was eingebrochen schon. Das ist doch immer wieder Scheiße drum, oder? Ja. Das ist doch dumm. Mach's einfach nicht. Nö. Er hat das gesagt, hallo, schöne Grüße von Adventure Place. Schaut euch das Video an, kommt noch viel, viel mehr. Fahrzeugelektrik aus Rula, welches Jahr ist denn das? 72. Von 72, wie geil. Sieht man das? So muss ich machen, sieht man es vielleicht. Was ist jetzt? Das war jetzt aber weich, Alter. Das sah jetzt halt nicht so aus, gell? Nee, das war viel Bulder, Alter. Interessant wäre natürlich, ob es hier einen Keller gibt, ne? Totti wird doch noch voll geblendet von mir. Das sieht aber irgendwie auch verschärft aus, gell? Lassen wir es eigentlich. So Leute, aber Alter, Christian, meinst du, das ist eine gute Idee? Nein. Nein, ich komme wieder runter. Nee, ich glaube, das ist doch eine gute Idee. Hier geht's in den Keller, ja? Okay. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Leer, 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 leer. Ich denke mal, hier wird die Jugend drin gewesen sein, mal irgendwann mal. Und hier hat es auch gekugelt. Dann gehen wir mal weiter. Nee. Was ist das für ein Loch? Einfach nur ein Loch. Und ein Raum, ein leerer Raum. Oh, hier die Hälfte war auch schon. Guck dir mal an, wie geil der Baum hier in die Treppe reingewachsen ist. Ja.
Ja, der ist schon ziemlich geil drin. Ey. Ja, wie lange ist denn das hier schon leer? Guck dir das mal an. Wie cool, oder? Das ist auf jeden Fall mal der Hammer. Dann ab in den Keller. Der ist richtig geil. Wenn die hier Pfandflaschen sammelst, also ich hätte mindestens jetzt schon Zähne gefallen gehabt. Aha, die Tür ist schon mal geil. Auch nicht schlecht. Die Decke. Warum geht das hier so rund hier runter? Geht das hier noch weiter? Nein. Ich stehe hier auf der Abwehr. Stimmt. Ja, mitten im Keller so ein kleines Bad da hier. Ne? Und ich habe Empfang hier unten, habt das gehört? Das gibt's doch gar nicht. Hier ist noch ein Lager und Alter, nein! Na prima, jetzt hat er nasse Füße. Für den Motor und ich denke mal, das ist für die Lüftung. Und fette Schläuche. Das ist mal so ein Bunker warm oder sowas? Also das sieht jetzt verdächtig nach Bunker aus, Christian. Komm mal bitte her. Das ist garantiert ein Bunker. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, weil nämlich hier diese Dinger sind. Diese Klappen. Die Klappen da, ja? Ja, die Klappen sind da. Also bin ich mir fast sicher. Komm her, ich zeig's dir. Also ich denke mal, das war ein Bunker. Und, also in der Firma. Ja. Hier sind die Klappen. Guck hin. Stimmt. Das war mein Bunker hier. Und hier ist zwar ein Ausgang, aber da kommen wir nicht raus. Wo steht das? Ja. Ja, gut, das haben wir es ja schon mal öffentlich. Genau. Und ich glaube, wenn ich jetzt da hoch komme, gehe ich mal da hoch. Komme ich da hoch? Ja. Ich komme hoch. Ich gucke mal, wie weit ich komme. Stufenfehl. Wo? Ach, das haben die mit Absicht gemacht, damit man da nicht hochkommt. Ernsthaft? Na klar, wenn du hochkommst, kommst du immer runter. So, hier lang, da lang. Und dann? Hä? Wo ist denn das Führerhäuschen? Da unten. Da unten ist das Führerhäuschen. Da muss ich ja noch mehr nach unten klettern, da habe ich keinen Bock drauf. Nö. Das schaffe ich niemals. Und ich noch runterrutschen, genauso auf einem Ding nur. Klopsi! Klopsi Action! So wird's gemacht. Ihr seid nur Ronnies. Alles Ronnies. Unser Beitrag. Zu dem verlassenen Gemeindegelände. Es war wundervoll. War nicht lang. Aber es war okay. Es gab ein paar schöne Motive. Na? Ganz geil, ja. Und was dir erst mal aufgefallen, wenn ich mit dem Weitwinkel so stehe, sehe ich übelst fett aus. Guck mal. Na, hört halt auch ein Dick aus. Du bist Ranz, Junge, hä? Ich krieg dir eine von Ranz. Wollt ihr mich beide hier? So gleich der Videobeweis, wie ich die beiden hier zusammenlege und irgendwelche Löcher stopfe. So, Freunde, macht gut. Ja, gut. Ich renne wieder weg und rede dazwischen. Immer. Ich bin doch der Erklärbär. Bis später. Erklärbär.